Tante. Oh, oh, was? Was? Ich mach was besonders schön. Was soll ich? Krass. Also, Achtung, Achtung, Moment, Achtung. So. Sag mal, erstmal in Dunkeln. Komm mal her. Mach was in Dunkeln. Kann was soll denn, dass ich mir die Kann was sehen? Brechen? Ganz schlecht. Ganz schlecht? Ja. Ganz schlecht oder ganz schlecht? Ganz, ganz schlecht. Ja, ich guck nicht. Ja, warte, ich mach an. Achtung. Tschack. Ich glaube, der ist etwas breit geworden. Das ist schwierig. Nein, sehr oft. Das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht. Ja. Alter Schwede. Ha! Ich glaube, da brauchst du vorne 13,5. Vor allen Dingen, guck dir mal den Arsch an. Das ist ja nicht normal. Oh, guck mal hier. Hier? Da kann ich mir den ganzen Arm reinstecken. Meinst du von der Tiefe? Ja, nee, guck mal, wie viel Breite das ist. Guck dir das mal an. Ach so, das meinst du? Das sind schon. Ja gut, so war das 1:1 auf dem Projekt. Ne? Krass, ey. Aber was anderes, wie wenn du es wirklich am Auto siehst. Weil ja, das halt hier jetzt echt angreifen kannst. Du kannst das Teil, vorsichtig, weil es ja geklebt, ne? Ja, wir haben das so, wie gesagt, fixiert mit dem Kleber. Aber du kannst das ja richtig anlangen. Und das ist dann schon noch was anderes. Weil du, das Massive, das kommt nicht so, nicht so rüber. Das ist ja nicht normal. Also das ist Königsliga, das Weinbund. Also das ist ja nicht normal. Ja? Du fährst mit deinem Auto, siehst du Auto, den da? Mit einem Dacia Duster zum Beispiel, fährst du da so hinterher und siehst dann dieses Teil. Wir bauen immer die MDF-Werkzeuge, ja, um zu sehen, ist das gut oder nicht. Weil MDF-Werkzeuge sind natürlich viel, viel günstiger. Ja, klar. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie die echten Werkzeuge baust und dann sagst du, der Bogen ist anders, wie bei dem Jean-Pierre-Video, ja, bei dem Golf 2. Ne? Zum Glück haben wir auch die ganze Geschichte aufs MDF gebaut, ja, und dann gebaut. Ja. Die echten Werkzeuge, ja? Ja. Weil sonst hätten wir da ein kleines finanzielles Problem. Deswegen, ja. Aber weißt du, was halt auch wieder mega ist? Das muss man jetzt auch wieder sagen. Mhm. Wenn du jetzt hier guckst, dass du im Prinzip hier wirklich vom Verlauf. Hier sieht man übrigens, was man hier sieht, gut, ja, super gut sieht, ist, wie das Rad tiefer ins Body gestellt ist. Ja, der neue Radausschnitt ist ja quasi um das hier reduziert. Das heißt, das ist ja dann am Ende des Tages weg. Mhm. Und dadurch kannst du das Rad halt tiefer in den Körper stellen. Mhm. Und das macht das Auto nochmal viel bulliger. Mhm. Also wirkt ja dann nochmal viel bulliger, wenn das halt in der entsprechenden Fahrhöhe dann ist. Ne? Die Innenkanten sind noch nicht so wie die werden. Ja, klar. Ja. Die sind jetzt gerade. Ja, ja. Beim Fräsen ist es halt einfacher, jetzt so zu fräsen, weil die werden. Weißt du, wie die werden? Ja, ich kenne die anderen Kids von dir kenne ich schon, aber... Guck mal, so eine schöne Innenkante. Ja. Erstens ist das optisch natürlich viel, viel schöner. Und jetzt kommt die originale Plastikschale, kommt noch hier natürlich auch wieder dran, wie die war. Und dann wird das verschraubt eben mit unserem Teil. Aber das ist halt ein Unterschied zu so, ich nenne ja keinen Namen, ne? Ich mache ja niemanden schlecht. Aber es gibt ja durchaus Kids am Markt, da guckst du doch rein. Ich nenne keine Länder, vielleicht kannst du doch denken, von wem ich rede. Ich weiß. Du hast so eine ganz dünne Kante, null Steifigkeit und du guckst dann da rein zu was weiß ich noch was, wie Armageddon. Weißt du, was ich schon überlegt habe? Weil viele sagen, ja, wo ist der Unterschied und so weiter zwischen den Bodykits. Ich garantiere dir, wenn du zum Beispiel einen Streifschaden hast, du machst dir nicht die Dinger komplett kaputt. Ja. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr stabil. Sehr stabil, ja. Also wirklich, das ist... Ja. Wollte ich schon mal gesagt haben. Und das ist natürlich schön, dass auch, wenn du reinguckst, bei den anderen Herstellern oder bei vielen Herstellern, sieht das so aus. Ja, genau. Ja, bei uns kommt die Plastikschale noch dran. Ja, ist noch nicht fertig hier bei dem Auto. Ja. Kommt die Plastikschale noch dran, sieht aus wie Original. Ja. Ist natürlich eine Werkstatt oder sowas schöner, wenn das oben ist, als wenn das... Ja, und ich sag mal, da guckst du ja als Autofree, guckt man ja auch auf so Details. Ja. Du willst ja auch nicht, dass es aussieht wie was weiß ich, wie Hunde. Genau. Und weißt du, was echt Amiga ist? Ist das hier. Das hier. Das kommt, ich finde, das fällt jetzt erst auf, wie groß das auch ist. Ne? Ja, was hier noch gemacht wird, das, kennst du das, was der Kotflügel von dem Golf 2, was wir von Jean-Pierre gemacht haben? Ja. Wir haben quasi so eine Wand noch hier auf der Karosse gelassen. Ja. Das hat aussieht wie ein Luftrad, aber jetzt sieht das doof aus. Ja. Ja, du kannst da reingucken, siehst natürlich das Material, ist, finde ich nicht schön. Ja. Ja. Quasi hier kommt auch eine Wand am Kotflügel und das wird wie so ein echter Lufterlass eingebaut. Aber die Wand macht da schon so ein bisschen tiefer rein, dass es nicht so direkt ist. Ja. Weil so finde ich das eigentlich schon ganz geil, dass man so ein bisschen reinschauen kann zumindest. Ja, du kannst, ein Loch wird da immer sein, ne? Nur ästhetischer. Ja, sehr geil. So sieht's aus. Sehr geil. Da müssen wir uns halt noch was überlegen, ne? Da hier mit dem, was war dieses mit Gummiteil. Dem Gummi. Ja, ja, das wusste ich ja nicht, dass das Gummi ist. Das ist, und es ist halt bei vielen Coupés auch
in einem relativ schlechten Zustand. Das hier ist jetzt ein erstaunlich guter Zustand, muss man sagen, weil oft löst sich dieses Gummi und das bildet dann halt hier so Huppel. So dass man das, also das 1:1 lackieren, ist halt schwierig, weil das hält halt nicht richtig. Ne? Das kann man mal machen, das kann man schon temporär machen, aber es ist halt nicht so von langer Dauer. Ja, aber ich finde, das wird sehr sexy. Das wird sehr sexy, mega. Nur, ich bin. Hast du ein Fahrwerk drin? Du hast ein Fahrwerk drin, ne? Ich habe ein KW-Fahrwerk schon drin, aber ich will mit dem Fahrwerk schon auch noch was machen. Weil, guck mal, das ist jetzt viel Platz, ne? Ja, ich hab momentan halt eine Variante 1, das heißt nur höhenverstellbar drin. Und ich muss mit KW mal reden, was man da machen kann, weil da will ich noch ein bisschen was Advancederes, ehrlich gesagt. Okay. Das Fahrwerk war. Hast du da Kontakte zu KW? Ja, klar. Ja, ich kenne den Jürgen und Klaus auch ganz gut. Okay, auch den Jürgen kenne ich also, auch. Ja. Die sind ja beide super, super nett. Also ich muss ja auch sagen, ich hatte in meinen Privatautos wirklich ausschließlich eigentlich KW. Also weil ich muss sagen, das ist ja jetzt gar nicht, ich kriege ja da keinen Euro für. Es ist einfach nur von der Technologie und von dem, wie ich zufrieden bin, ist es einfach halt seit Jahren bin ich halt mega zufrieden. Ne? Es gibt andere gute. Gut, also wenn du schon als Fahrwerksentwickler sagst. Ja, die haben, glaube ich. Da muss man auch sagen, also ich auch da wieder, da gibt es jetzt auch andere gute. Ich will jetzt nicht sagen, also das soll jetzt nicht so rüberkommen nach dem Motto, oh, jetzt macht er nur eine Marke gut. Aber ich persönlich kann halt aus tiefstem Herzen sagen, ich bin immer mega zufrieden. Okay. Und die sind von der Weiterentwicklung und was die an Know-how in ihre Produkte stecken, das ist halt schon wirklich State of the Art. Okay. Und die machen da immer wieder Technologiesprünge, die echt beeindruckend sind. Also auch aus der Automobilherstellersicht. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und du hast auch einen hervorragenden Komfort trotzdem noch. Das ist nicht so, dass die Autos, früher hast du ja, ich weiß nicht, ich habe früher natürlich auch so Dinge gemacht wie Federn abgeschnitten und so. Wenn du noch keine Kohle gehabt hast, hast du die Federn einfach ein bisschen abgeschnitten. Nein, natürlich, also nie. Gekürzt. Ja, gekürzt. Nee, die professionell auch machen lassen. Na, Spaß beiseite, früher gab es ja die ganze Technologie nicht. Und wenn du das heute vergleicht, wie so ein Fahrwerk, selbst ein tiefer gelegtes Auto, wie das fährt, also auch gute Fahrwerke von anderen Herstellern, das ist schon ein riesen Vorteil. Ich habe bei meinem R8 das Lift-System von KW gehabt. Aha. Weil das Problem ist, das Auto ist unfahrbar, wenn du das tiefer legst und nicht die Höheverstellung vorne hast. Katastrophe, unfahrbar. Ja. Wirklich, weil der ist vorne so scheiße tief und die Schnauze nach vorne geht, Parkhäuser, nicht Parkhäuser, das wäre Katastrophe. Ja. Oder diese 30er-Zone Hügel, drückst du auf den Knopf. Ja. Aber das ist zum Beispiel ein Vorteil, den es ja zu unserer Zeit, wie wir angefangen haben mit dem Tuning, nicht gab. Ne? Da bist du halt die Autos total tief gefahren und hast halt überall alles abgeschröffelt. Genau. Und das ist bei den neuen Autos, halt wird das halt immer schlimmer, weil natürlich die durch die Gesetzesanforderungen und die Kühlerpakete werden die Autos tendenziell vorne eher länger. Und das ist natürlich extrem schlecht. Wenn du so ein Auto tiefer legst, dann ist natürlich Rampen- und Böschungswinkel. Genau. Das wird natürlich immer schlimmer. Wenn du so ein 1er Golf dir anguckst oder sowas, die waren ja vorne ultra kurz. Da gab's da war ja der Kühler, der war ja nur so. Und so ein Schweif an Crashmaßnahmen war ja nichts drin. Aber hier auch zum Thema Front. Ja. Ja. Das haben wir auch noch nicht im Video gezeigt. Ja, dann. Wir hatten da so ein paar Probleme mit dem Projekt, was wir nicht bedacht haben. Ja. Oder beziehungsweise wir haben das Projekt gemacht auf der Basis von Audi Coupé. Ja. Fertig, ja. Aber die meisten Audi Coupés sind getuned. Ja, der Unterschied ist halt, dieses Modell, was ihr als Basis hier genommen habt für euer Rendering, das war halt die Standard-Saug-Variante. In dem Moment, wo du auf Turbo gehst, das heißt, sei es eine S2-Basis oder halt vielleicht sogar ein RS2-Umbau, hast du das Thema, dass ja hier vorne der Ladeluftkühler ist. Und wenn du dir die Autos anguckst, also schon in Serien S2, beim RS2 normier, weil der Ladeluftkühler dicker ist, dann geht ja bei dem Rendering, was ihr gemacht habt, geht ja die Stoßstange, die Schürze 1:1 flächendeckend mit diesem Scheinwerfer über. Und da ist kein Platz für Ladeluftkühler. Das heißt, wir müssen jetzt schon die Front nach vorne setzen, weil sonst können die ganzen Jungs und Mädels, die einen Turbo-Umbau haben, die kommen halt mit der Schürze nicht hin, weil der Ladeluftkühler nicht reinpasst. Dieses Auto speziell hat jetzt noch eine Besonderheit. Der hat jetzt ja einen sehr, sehr dicken Ladeluftkühler, weil der Motor nicht mehr serienmäßig ist. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen die Schürze jetzt so, dass die auch für einen Tuning-Ladeluftkühler noch passt. Ja, weil viele haben vielleicht einen richtigen Leistungsboliden und da wäre es ja blöd, wenn man das nicht mehr in die Schürze reinkriegt. Also ich muss eins sagen, ich habe mit ein paar Leuten auch persönlich geschrieben, die das Bodykit gekauft haben. Und die sind echt verrückt alle. Ja, echt. Also das, was hier drunter sein wird, bei den meisten, Mama mia. Ja. Mama mia. Und die drehen komplett alle durch, wirklich. Ja. Und der Vorteil ist halt, wenn wir das so machen, dann passt das für alle Saugvarianten und es passt halt auch für die Getunen. Das heißt, du kannst, egal welchen Motor du drin hast, kriegst du das halt hin. Was noch eine Besonderheit ist, das können aber dann die
Leute, die ihr Auto umbauen, selbst entscheiden, welche Frontscheinwerfer sie fahren wollen. Mhm. Es gab ja ursprünglich, die S2 hatten ja eigentlich diese Scheinwerfer drin, mhm, und da hat ja die normale Haube hat ja hier diesen Plakettengrill. Genau. Mhm. Deswegen sind die Scheinwerfer hier auch ein bisschen kürzer, das sieht man ja. Das ist sozusagen der Grill, der auf dem Coupé war, den ihr im Rendering genommen, mhm, habt. Und das sind die neuen Scheinwerfer, sodass du im Prinzip ja hier dieser Abstand ist eigentlich Kühlergrill in Motorhaube. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder man baut die Front um auf die alten Scheinwerfer, mhm, die Scheinwerfer sind dann ein bisschen länger, mhm, und man kann diesen Grill verwenden. Nachteil ist, du hast halt ein bisschen nicht so hochwertige Scheinwerferoptik, weil das hier mit dieser Linsenoptik, mhm, hast du halt nur beim S2. Die andere Variante ist, du fährst das mit den Scheinwerfern, so wie wir es jetzt hier angedeutet haben, und machst halt einen anderen Grill, wo man quasi hier dieses Delta überbrückt, sodass man, die Variante hat. Wir haben uns das hier einfallen lassen mit dem Grill. Wir machen so quasi kleine Lufteinlässe, so ganz, aha, kleine Lufteinlässe. Ja. Wie bei dem, ich glaube, RS6 hat das hier, mhm, unten. Mhm. Ne? Der, ja, hat auch, genau, ganz kleine Dings hier. Dann kann man quasi so eine schöne Verbindung zum Grill machen. Ja. Ja, kannst du schwarz, genau, lackieren, wie, mhm, immer. Dann kann man das wirklich auch, ja, so umbauen. Ja. Ja. Und der Vorteil von der Variante ist halt, dass man halt die neuere Scheinwerferoptik fahren kann und dadurch, dass der Grill dann einen Ticken verlängert wird, gedanklich, also wenn man den ja, wenn man diese Ecken ja schwarz macht, dann wirkt der Grill noch mal ein bisschen, mhm, breiter, weil du noch mal an Länge gewinnst, weil normalerweise, wie gesagt, der Scheinwerfer hier aufhört. Mhm. Genau. Das ist halt so ein bisschen die Besonderheit an dem Grill. Die Details haben wir halt bei dem Rendering natürlich noch nicht uns angeschaut gehabt, weil das war ja im Prinzip nur mal ein, ein Musterbeispiel. Ja, ja, wie gesagt, solche Geschichten kommen immer, während wir bauen, raus. Ja. Ja. Hier verlängern, da verlängern, hier mit einem Gummi. Ich sag mal, wenn man ein Bild aus dem Internet nimmt, ja, ich sehe das, ja, ja, einfach einen schwarzen Streifen. Für mich war das ein Aufkleber. Ja, ja. Ich bin ehrlich. Aber das Gute ist ja, und das ist ja auch das, was euch so auszeichnet, finde ich, dass ihr die Teile wirklich sauber ans Auto anpasst und nicht einfach irgendwie basierend auf einem Computer-Rendering irgendwelches Zeug druckt und dann stellt der Kunde fest, okay, das passt ja alles gar nicht zusammen. Sondern ihr spielt das ja wirklich an einem Auto mal von A bis B durch und dann kann man sich ja sicher sein, wenn man das dann kauft, dann passt das schon alles. Ne? Bei einem Widebody-Umbau, da sind so viele Teile, quasi Frontstange, Kotflügel, Haube, Schweller, mhm, das musst du alles natürlich zusammen anpassen. Ja, das ist wie, ja, wie ein, zwischen Lego Duplo, ja, ja, fertig, oder Lego Technik. Also ja, wenn du vorne einen kleinen Fehler machst, dann musst du wieder zurückgehen, ja, ja, und auch wenn du hinten, weil das passt dann ja nicht. Ja. Ne? Also es kann sein, dass du zum Beispiel, das sage ich auch schon vorab, die Frontstange einbaust, ja, und deine Kotflügel, guck mal, deine sind so, mhm, und was ich bei den anderen Kunden, die 2 mm nach vorne, ja, dann passt das ja wieder nicht. Ja. Ja? Oder du baust das hier 1 mm nach rechts. Ja, klar. Dann sind hinten 3. Ja. Und dann sagst du, passt nicht. Dann musst du wieder von hinten nach vorne gehen und so ein bisschen das ganze Kit einpendeln. Ja, du hast im Prinzip ja, du hast natürlich auch Fertigungstoleranzen. Und das ist ja aber auch beim Bodykit summieren sich halt die Toleranzen dann am Ende des Tages auf. Aber selbst wenn du kein Bodykit hast, wenn du dir eine neue Haube kaufst zum Beispiel, mhm, da musst du ja die Haube ausmitteln, das ist ganz klar. Da ist ja kein, es ist ja natürlich, haben die Teile, jedes Teil, alles was du großindustriell fertigst, hat eine gewisse Toleranz. Und je nachdem, wie dein Auto halt speziell ist, muss man das natürlich entsprechend dann auch anpassen, mhm, das ist klar. Wenn du, ja, musst natürlich so Feinheiten anpassen, dann wenn du so ein Kit anbaust, bis der dann lackiert ist, da muss natürlich ein bisschen Arbeit noch reingesteckt werden, klar. Sehr geil. Also was ich echt geil finde, ist, wie die Linie hier aufgenommen wird, das hier. Das ist geil. Ja gut, das hat der XY-Kollege von dir. Ja, der Philipp Römers, so, ja. Wer? Ja, der Philipp Römers heißt. Da darf man das sagen? Ich weiß nicht, ich wusste es nicht. Ja. Der hat das ja, ja, so verbessert, den Bogen. Ja, ja. Jetzt weiß ich, was Jean-Pierre und er, die haben das beide, ja, und auch das Verhältnis hier zwischen dieser Schulter, mhm, dieser Fläche und dieser Fläche, siehst du, das ist jetzt relativ ausgewogen. Ja, ja. Und das siehst du halt jetzt brutal, wenn du von hinten so drauf schaust, wie diese Fallung ist. Das sieht echt richtig, das sieht schon, ja, richtig krass aus. Ja, ja, du hast recht. Hier dieses Blech, ne? Ja, dann hast du quasi eine Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe. Nicht so, also quasi eine Verbreiterung, aber nicht so, ne? Ja. Also einfach alles mit und, System. Und was halt auch siehst, diese Fläche hier, das ist auch bei vielen Bodykits, müsst ihr mal aufpassen, bei vielen Bodykits fällt diese Fläche so nach innen weg. Also die hat hier Spannung, die ist nach außen leicht, genau, überwölbt. Das wirkt kraftvoll. Ja. Bei vielen, ich nenne es jetzt mal eher billig gemachten Bodykits, günstig. Die sind ja nicht. Aber nicht preiswert, weil die sind meistens ihr Preis nicht wert. Deswegen müsst ihr mal gucken, die fallen oft dann so nach innen weg und bilden halt wie so eine,
so eine Innenwölbung. Das sieht dann eigentlich echt scheiße aus. Das sieht von der Seite drauf geschaut gut aus, aber wenn du hinten drauf schaust, sieht es richtig scheiße aus. Ja gut, die Teile sind jetzt matt. Da siehst du jetzt eh sehr, sehr, sehr wenig drauf. Ja? Weil sich das Licht dann ganz komisch drin bricht. Und sag mal, was macht man hier? Da war ja bei dem Rendering war ja so ein Aufsatzteil drauf, oder? Ja, das haben wir extra gemacht. Ah, okay. Wir waren überlegen, sollen wir das Teil quasi schon in diesen Seitenteil einbauen? Mhm. Ich habe gedacht, vielleicht können wir es aus Carbon anbieten. Ja, das ist schon geil. Hä? Oder? Ja, ich meine, wenn du es als Einzelteil hast, und dann kannst du auch, dann kannst du halt auch super, dann kannst du es als Kontrastfarben machen, du kannst Carbon machen. Also ich finde Carbon ganz geil. Ja. Finde ich ganz geil, ja. Finde ich schon ganz geil. Ich baue die alle, die meisten Bodykits. Etwas aufwendiger als die anderen, weil so hast du ein Werkzeug für das ganze Teil mit diesem ausgeprägten Lufteinlass. Ja? Ja. Ein Werkzeug. Ich habe jetzt 1, 2, also beide Seiten, also 1, 2, 3, 4. Ich habe das Doppelte an Werkzeuge, was die anderen haben. Ja. Aber das sind so kleine Details, die Lufteinlässe oder irgendwelche Gitter und so weiter, das ist alles einzeln. Ja. Ja? Weil du kannst natürlich eine Stoßstange als ein Stück bauen. Und dann gehst du zum Lackierer und sagst, du die Streben musst du in schwarz abkleben. Politik total. Ja. Und das wird nie so gerade, wenn du die einzelnen Teile machst, lackierst und wieder einbaust. Ja. Und ich finde halt so, sowas halt immer, weil das ist halt so ein richtiges Designelement. Das ist ja wie beim R8 zum Beispiel, diese Plates. Beim ersten war ich das ganz lange, beim zweiten ja, R8 genau. Dieses auch ein bisschen kürzere, das unterbrochene. Ja. Ich finde, die sind halt als Designelemente immer geil, wenn die separat sind, weil man die dann halt individualisieren kann. Ich glaube, die Audi-Fangemeinde hat die so gefeiert, die Dinger, dass sie sogar, ich glaube, bei Audi TT haben die es auch gemacht. Ja, hast du gesehen? Ja. Da gab es so als Zubehör. Ja. Du siehst, diese Partie vom Audi ist so gut angekommen, dass sie das auf andere Modelle umgeschmissen haben. Ja. Ne? Schön, so sieht's aus. Aber ich glaube, wenn der tiefer ist, was denkst du, wann kriegst du eine Farbe? Ich kenne den Stefan, den kennst du den auch, der ist ja hier, glaube ich, in der Nähe, ist der Außendienstmitarbeiter, meine ich, von KW. Ich kenne nicht. Ich kann den mal anrufen, versuchen, vielleicht geht er dran. Ne? Also, mit dem haben wir Erfahrung, mit dem Leute anrufen, einfach so. Ja, einfach nur, genau. So. Chefdesigner und hier. Gucken wir mal, ob er rangeht. Das weiß ich natürlich nicht. Schauen wir. Ich muss echt sagen, bei dem Projekt haben echt krasse Leute gearbeitet. Ne? Ah. Ich meine, auch Ruben da ist. Nein, ich bin da nicht. Nein. Konsument, ich bin ja nur. Stefan Weißenborn, KW Automotive, hallo. Hi Stefan, hier ist Ruben, da war schon meine Nummer nicht eingespeichert. Warum bist du so förmlich? Ach, naja, gut, muss man ja nochmal machen, ne? Sehr gut. Ja, soweit, ganz gut. Und selbst? Ach, na ja, wir sind unterwegs im Namen der Fahrdynamik, ne? Ja, das ist gut. Du, ich bin auch im Lande des Kraftfahrzeugmeckers hier beim Andreas Belzig, bei Prior bin ich gerade aktuell. Okay. Du bist schon in der Nähe, oder wie? Ja, ich bin so unterwegs mit Bottmann in der Ecke. Ja, du, das passt, das trifft sich gerade ganz gut, weil wir waren ja mit meinem Audi Coupé mal herum, weißt du, der Breitbau-Umbau. Ja, genau. Und da bin ich dann auf der Suche nach einem Fahrwerksupdate. Da hatte ich ja KW eigentlich schon drin, aber eine V1. Und da wollte ich immer mit euch sprechen, was man da eventuell machen könnte. Na, warte mal, ich habe vielleicht was Interessantes im Rucksack. Ne? Da, wenn nicht, wie lange bist du noch dort? Ja, wie lange sind wir? Zwei, drei Stunden sind wir locker da. Ja. Noch locker. Wo ist denn? Ja, gut, das schaffe ich. Dann trink noch einen Kaffee, dann komme ich nachher mal vorbei, okay? Okay, super. Das ist lange das, das ist ja ein Service. Wie lange brauchst du ungefähr? Ja. Ach, ich sag mal so 3,5 Stunden vielleicht. Okay, prima. Dann trinken wir noch einen Espresso, nicht? Aber bei dir aus der Maschine? Ja. Okay, genau. Also, dann freue ich mich. Gleich. Bis dann. Na? Mach's bis gut. Dann, ciao. Ha? Das ist ja was. Das ist ein Service. Das, bei Rufen, ich weiß nicht wieso. Jetzt vielleicht wird das so im Video so dargestellt. Rufen, ruft der Designer an XY. Tack, der geht dran. Funktioniert. Der ruft den an. Das funktioniert alle komisch. Nein, das ist der falsche Eindruck. Das ist der falsche Eindruck. Nein, das wird schon fast rot jetzt. Aber. Du. Ich möchte auch so, egal wie. Ja, du kennst auch andere Leute. Ich rufe den Bill Gates, ey, wie geht's? Ja. Er sagt, ja, Melzer, wie geht's dir? Du bist ja. Der kennt Leute, Mama, wie. Jetzt werde ich ganz rot, du. Komm, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Ja? Okay, ja, komm. Also. So, bis gleich. Eine Ewigkeit später. Was kriegt der Fall? Entschuldigung. Fragst du jetzt mich? Mich? Was ist hier eine Giftgrün. Frage? Giftgrün. BMW gelb. Guck mal, sein Gesicht. Wobei das BMW gelb geil ist. Also, das ist wirklich cool. Also, ich find's nicht schlecht. Ja. Ich bin ja eh für Markenoffenheit, also ich bin gar nicht, ich bin nicht so derjenige, der Autos, Automarken irgendwie nicht oder so. Also bist du schon krass. Oh Mann, ey. Warte. Jetzt bist du total taub, was hat der für eine... Das ist eine Schelle, immer, da bist du... Das ist keine Schelle, das ist ein Folterinstrument.
Da. Hi. Ja, wie ist? Alles gut? Alles grün. Das ist schön. Wir haben schon gewartet. Das ist gut. Naja, wie der Verkehr hier so ist, ne?